wie der Boss immer sagt. Oh, ich hab einen Baum gefällt. Kannst du das auch? Moin moin, liebe Supersuchtis. Mein Name ist Fluppy. Heute reden wir über ein brisantes, aktuelles, nicht wirklich aktuelles Thema, aber immer wieder aktuell anscheinend. Castingshows und deren wahre Machenschaften. Mehr dazu gleich nach dieser kurzen Unterbrechung. Die Supersuchtis. Wir brauchen kein Intro. So, was meine ich damit? Mit dabei ist übrigens der Wolf Kritze. Wir kennen ihn alle und lieben ihn. Wahnsinn. Hallo Wolf Kritze. Hallo. Es geht natürlich gerade wieder, ich habe es eben gerade gelesen, The Voice kennen wir ja alle so wunderbar. Ist ja, glaube ich, jetzt auch wieder in einer entscheidenden Runde oder so. Ich verfolge das ja nicht wirklich. Und da gibt es einen kleinen Eklat. Und zwar hat sich dort ein Ex-Casting-Mitglied, Jesper, hat bei YouTube, dieser hübschen Plattform, ein Video veröffentlicht, wo er gegen die Casting-Organisation praktisch wettert. Wettert, ist das ein Wort? Ja, also gegen Sat.1, und zwar gegen den Vertrag, den er unterschrieben hat. Und sie mögen ihn doch bitte rauslassen aus diesem Vertrag. So, viele denken ja so, ne, oh, wenn ich da jetzt zu so einer Castingshow gehe, dann werde ich berühmt. Dich war mit Kritze? Ja, denkst du wahrscheinlich auch. Dann werde ich ja Punkrocker der Nation oder, weiß ich, Heavy Metaler der Nation oder meistens ist es ja leider Pop. Pop der Nation. Ja, wir kennen es ja alle. Und die wenigsten wissen allerdings, dass das eigentlich, wenig mit ihnen selbst zu tun hat, als mit, der Firma. Also, die suchen euch nicht, um euch jetzt zu Stars zu machen, sondern die suchen euch eigentlich nur, um Geld zu machen, um aus euch Profit zu schlagen. Und deswegen gibt es natürlich erstmal am Anfang einen richtig schönen, fetten Vertrag. Hier in diesem Falle anscheinend mehr als 60 Seiten. Und wenn man sich den nicht wirklich durchliest oder wenn man dann nicht wirklich eine Ahnung von hat, wie dieser hübsche Herr Jesper ja hatte, dann, hat man so ein bisschen Arschkarte gezogen, ne? So ein bisschen. Da geht es nämlich natürlich darum, dass irgendwie kaum, also ganz wenig Gehalt gezahlt wird während der Zeit, dass man nicht wirklich Mitspracherecht hat während der Show, ne, und dass man natürlich danach, wenn man da ausgeschieden ist, dann ist die Sache ja noch nicht längst nicht vorbei, sondern dann geht's halt noch ordentlich weiter und man ist halt gebunden an gewisse Sachen, an eine Plattenfirma, man darf halt nicht wirklich machen, was man möchte, ne? So, der Herr Jesper, der scheint sich halt ein bisschen blauäugig durchs Leben zu bewegen und natürlich ist es scheiße und natürlich ist es nicht unbedingt nett von Sat.1 oder wie auch immer, aber so ist nun mal die Realität. Ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, nö, will ich nicht. Ne? Also wer einen Vertrag nicht durchliest und sich dann beschwert, dass der praktisch rechtens ist und durchgezogen wird, der hat, was hat er dann, Wolf Kritze? Der hat einfach mal die Arschkarte gezogen, würde ich mal sagen, oder? Richtig. Ja. Meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, gut, aber auf der anderen Seite, sorry, Sat.1, was sollen sie machen? Wer Verträge nicht liest oder sich auf sowas einlässt, selber schuld. Und die Masche so von wegen, ja, meine Freunde, ich habe eine Wette verloren. Ha! Ah, kleiner Insider. Zieht halt auch nicht wirklich. Das ist nun mal kein Spielzeugkasten hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wollte ich einfach mal in den Raum werfen. Was haltet ihr eigentlich davon? Also würdet ihr überhaupt mitmachen bei sowas? Oder wolltet ihr, oder habt ihr sogar schon mal mitgemacht bei solcher Casting-Show-Geschichten-Dingens? Oder, viel interessanter, Wolf Kritze, das kannst du ja gleich mal beantworten. Glaubt ihr wirklich, dass das alles so schön ist, wie es im Fernsehen rüberkommt? Ihr wirklich zum Star gemacht werdet? Also meine Meinung dazu ist, das wird alles da nur so schön Geld. Das ist hinter den Kulissen alles nur hinterhergeschubst, die Menschen werden da so nicht beachtet, werden immer nur, da gehst du jetzt hin, da machst du uns am meisten Geld oder so. Das Problem ist wirklich, wer da mitmacht, der sollte eigentlich langsam mal wissen, wie es abläuft. Ich meine, die wievielste Casting-Runde ist das jetzt schon? Ja, es ist egal, ob The Voice oder DSDS oder X-Factor oder wie sie alle heißen. Die Maschinerie dahinter ist immer die gleiche, auch wenn es im Fernsehen vielleicht andere Moden sind oder wie auch immer oder andere Leute, ja. Wer jetzt denkt irgendwie, Xavier Naidu macht damit, deswegen muss es ja eine faire Sache sein. Ja, Pustekuchen, der hat damit überhaupt nichts zu tun, der ist ein Darsteller vor der Kamera, mehr ist der auch nicht, ja. Der hat auch einen Vertrag. Boah, hier ist gerade irgendwie ein Mensch. Alter, wie krasse Scheiße ist der darüber geflogen, krass. Hast du es gesehen? Nee, natürlich nicht. Nicht so ganz wirklich. Ja, mich wundert ehrlich gesagt bei jeder Ausgabe, dass man immer noch so ein paar dumme Leute anscheinend, die den Schuss nicht gehört haben, erwischt, weißt du? Es gibt immer diese dämlichen Deppen, die denken, oh jetzt,
jetzt habe ich die Chance, weißt du so. Ich bin hier im Mittelpunkt. Guck doch mal bitte an, wer erinnert sich noch an die letzten Gewinner von DSDS? Wer erinnert sich noch an den letzten Gewinner von The Voice? Oder wo sind denn bitte schon die ganzen Popstars-Bands? Geht mal zu McDonald's und bestellt einen Burger, dann wisst ihr, wo die sind. Ohne Scheiß jetzt. Also ich würde gerne mal eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt, beziehungsweise wirklich, was mich am meisten noch interessiert. Es ist ja anonym hier alles. Habt ihr da überhaupt schon mal mitgemacht oder wolltet ihr da mitmachen und so weiter? Das wäre echt mal interessant, finde ich. Kritze schicken wir demnächst auch dahin. Was? Ja, genau. Wir machen auch ein Supersuchti-Casting. Und da gibt's irgendwie gar keinen großen Vertrag. Da wird einfach nur mit Blut unterschrieben, dass wir eure Seele haben und fertig. Ich meine, wie viele Seiten braucht man da, oder? Ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, die Runde machen wir noch zu Ende. Vielleicht haben wir ja noch ein paar hübsche Shots, wenn ich nicht die ganze Zeit reden muss. Ja. So, und in der Zeit könnt ihr schon mal in die Kommentare posten. Und Fraps hört eh gerade auf. Herzallerliebst. Wahnsinn.